Curare ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl alkaloider Gifte. Dieses Gift nutzen die Achaguga-Indianer als Folge für ihre Jagd. Das Gift gewinnen sie aus Pflanzenteilen bestimmter Linearenarten. Wenn die Achaguga-Indianer mit ihren Pfeilen ein Beutetier treffen, gelangt das Gift über die Blut zur Muskulatur. Dort setzt es dann die sich dort befindlichen postsynaptischen Acetylcholin-Rezeptoren der motorischen M-Platten. Die motorischen M-Platten sind dann für den eigentlichen Transmitter blockiert, wodurch das Acetylcholin nicht mehr binden kann. Da das Acetylcholin nicht mehr binden kann, kommt es auch zu keiner Öffnung der postsynaptischen Acetylcholin-Rezeptoren. Dadurch, dass keine Öffnung entsteht, können keine Natriumionen durch die Rezeptorkanäle in die postsynaptische Zelle einströmen. Daraus folgt, dass es kein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial noch ein Aktionspotenzial bilden kann. Das Ergebnis ist der Tod durch Atemlähmung, die durch die vollständige Entspannung der Skelettmuskulatur herbeigeführt wird.